Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Video zu dem Spiel Palworld. Ich zeige euch heute im Early Access, was es mit dem Spiel auf sich hat, denn ich bin positiv überrascht worden und das würde ich euch gerne in diesem kleinen Video einmal mitteilen. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Exklusiver YouTube-Content, Grüße gehen raus, ja, hoffe, es geht euch gut. Ich bin hier schon ein paar Stündchen im Game. Nicht viel, wir sind immer noch so ein bisschen im Tutorial, ihr seht es oben rechts. Und ist wahrscheinlich das Ende des Tutorials. Nichtsdestotrotz möchte ich euch schon mal zeigen, was Palworld eigentlich ist und was das Spiel so besonders macht. Im Endeffekt ist es ein Survival-Game mit einer riesengroßen Welt, die frei zu erkunden ist. Und einem ja, Survival-Aspekt wie Essen und Trinken und so weiter. Ihr könnt eine Basis bauen, ja, Gebäude unterschiedlicher Art, ihr könnt Felder anbauen, ihr könnt aber auch Holz fällen und Steine abbauen und so weiter und so fort. Denn all das braucht ihr, um zu craften. Typisches Crafting-System kennt ihr aus sämtlichen anderen Spielen, ja. Also es ist so ein klein bisschen Pokémon trifft Ark, ja, so ist es, glaube ich, am besten. Nur, dass hier die Pals, ja, für euch arbeiten oder mit euch arbeiten. Ihr könnt den Pals unterschiedliche Aufgaben geben. Nicht jeder kann alles. Unterschiedliche Pals können unterschiedliche Sachen machen. Und zum Beispiel, ja, Hühner und Schafe, also Chick-Kipi und Lambal, die produzieren hier manchmal Eier und ein bisschen Wolle. Dafür braucht ihr dieses Gehege. Unser guter Gumos, der kann Felder bepflanzen. Und hier unser schöner Pingulet, der kann Felder bewässern. Der kann aber auch diesen Schredder bewässern und so weiter und so fort. Das heißt, ihr müsst in eurer Basis die richtigen Pals ja, einteilen. Das könnt ihr hier machen. Und diese haben, wie ihr es gewohnt seid aus Pokémon, unterschiedliche passive Fähigkeiten. Zum Beispiel haben wir hier ein Pengulett. Das hat Stronghold Strategist. Und das hat, wenn Player Defense, also wenn die Basis geradet wird, hat es 10% increased auf seine Stats. Das ist ziemlich nice, wenn man verteidigen muss. Denn das hilft ungemein, ja. Denn alle paar Tage wird die Basis angegriffen und deine Pals und man selbst kann das Ganze dann verteidigen. Die Pals muss man natürlich fangen mit ein paar Pals-Sphären. Das, ja, ihr könnt euch schon vorstellen, woran das angelehnt ist. Das zeige ich euch auch gleich. Ich wollte euch nur kurz mal meine Basis zeigen, dann sieht sie ganz fantastisch aus. Wenn ihr noch mal einen ganzen Roundup sehen wollt, am Freitag spielen wir in der Vierergruppe noch mal von vorne. Deswegen wollte ich auch nicht allzu viel spielen. Und dann gehen wir das Ganze richtig an. Ich hatte aber schon ein klein bisschen Glück, denn ich habe eine Art Alpha gefunden. Ihr seht, das Pokémon wollte ich schon sagen. Dieser Paul ist ein klein bisschen größer. Und der hat aber auch ganz besondere Fähigkeiten. Wenn ihr mal hier auf Party, dann auf Kativa gehen, der hat drei passive Fähigkeiten. Davon ist eine T3, eine T2. Und der hat sogar eine seltene Ability wie Ignis Rage. Also das Ding ist schon sehr, sehr stark. Ich dachte erst, es ist ein Shiny, aber ich glaube, es ist kein Shiny. Es müsste ein Alpha sein. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus Legenden Arceus und Arc. So würde ich es einteilen. Deswegen ist das Ding auch viel, viel größer, als es eigentlich ist. Wir haben hier einen Futterkorb, ja, das heißt hier unser Pengulett, der holt sich jetzt auch Futter hier raus. Futter wird durch die Hühnereier und so betrieben und durch die Pflanzen, das heißt, es ist alles automatisiert. Momentan arbeiten alle sehr, sehr gut zusammen. Kisten werden von den Pals befüllt und so weiter und so fort. Das heißt, meine Basis läuft, ja, das ist also schon mal sehr, sehr nice. So, was man jetzt aber machen kann, außerhalb seiner Base, gibt es natürlich frei rumlaufende Pals. Pals, ja, das ist ein komisches Wort, muss ich mich erst dran gewöhnen. Wir haben ein Tutorial, eine Tutorial-Mission und die würde ich heute eigentlich sehr gerne angehen. Ich weiß nicht, ob wir den ersten Boss schon machen können, aber ich möchte euch zeigen, ob es schon ein bisschen knackig wird oder ob man da ein bisschen für machen muss. Die Pals können natürlich auch leveln, lernen unterschiedliche Fähigkeiten. Hätten wir jetzt hier zum Beispiel, ja, der braucht für seine Ability, braucht er ein Direhall Saddle. Den könnte ich schon craften, ich weiß nur nicht, wo ich Leder herbekomme. Wir brauchen noch 4 Leder. Das ist sehr, sehr schade, weil dann können wir PAL-spezifische Ausrüstung craften. Und dann könnte ich sogar auf dem reiten. Es gibt natürlich auch Flugpals und so weiter und so fort. Wenn ich manchmal PAL oder Paul sage, bitte verurteilt mich nicht. Ja, reiten wäre natürlich sehr schön gewesen. Man kann seine Basis überall aufbauen. Man kann auch mehrere Basen bauen. Die Basen müssen gelevelt werden. Je höher das Level der Basis, desto mehr Pals können darin arbeiten und so weiter und so fort. Und jede Basis ist aber auch ein Fast Travel. Wir haben aber auch Open-World-Fast-Travel-Punkte, zu denen man einfach so kann. Ja, machen wir einfach mal. Dann nimmt man sein Team mit. Die anderen bleiben in der Basis. Das ist momentan das Team, was ich habe. Level 7, 7, 7 und 2 Zehner. Ich habe den
in Anführungsstrichen Alpha erst vor kurzem gefunden. Deswegen würde ich den an sich noch gerne leveln. Und das ist ein bisschen das Brutale an dem Spiel. Ja, man kämpft aktiv mit. Ja, also wenn man anfängt, einen Pal anzugreifen, dann greift dein Begleiter ebenfalls an. Und der Angriff ist so OP. Ja, unabhängig davon, wen man besiegt, droppen die natürlich auch gerade was. Zum Beispiel, der hat jetzt Fleisch und ein Ei gedroppt. Vielleicht finden wir wen, der Leder droppt. Was ist mit dir? Dem Fuchs. Können wir einmal mit dem Bogen anschießen. Den Rest müsste eigentlich Kativa machen. Das ist auch ganz gut, weil das muss eh noch leveln, gerade wenn wir jetzt wirklich in den Dungeon reingehen sollten. Es gibt random generierte Dungeon, es gibt theoretisch Arena-Leiter, es gibt aber auch Field-Bosse, wie Ina zum Beispiel. Das ist ein Mamorest Level 38, King of the Forest. Ihr seht die Legenden Arceus-Anspiele und ja, die droppen Leder, das ist gut. Denn wenn ich hier noch 4 Leder bekommen sollte, also nochmal 2, dann würde ich mich sogar nochmal gerne zurückporten, würde ich sagen. Damit wir den Sattel noch fertig machen. Denn dann kann ich euch das auch zeigen. Melpaka habe ich noch nicht. Wenn wir ihn nicht one-hitten, versuche ich den mal zu fangen. Denn je schwächer das Pal, desto einmal zu fangen. Momentan ist es eine 2% Catchrate. Und das Ding muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, je niedriger die HP, desto höher die Catchrate. Aber das hier sieht schon aus wie ein besseres Pal. Da fehlt der Standard. Die Standardfähre ist vielleicht nicht mehr so gut. Wir versuchen es mal mit 50%. 1. Dann steigt es auf 75. 2. Und 99. Ja, wir haben es sogar. Und das hatte auch ein Leder gedroppt. Da haben wir vielleicht sogar ein ziemlich gutes. Muss ich gleich in meiner Box gucken, weil mein Team voll ist. Aber das war schon schwer zu fangen. Die sind auch noch nicht aggressiv. Gibt später sicher auch noch welche. Das ignorieren wir auch erstmal. Den King of the Forest. Den brauchen wir erstmal noch nicht. So, wir brauchen noch ein Leder. Wir gucken mal, ob die hier Leder haben. Also ein Leder wäre jetzt natürlich noch Premium. Die rennen natürlich auch irgendwann vor einem weg. Und Pfeile würde ich mir gerne aufhalten, gerade wenn wir später noch gegen wen stärkeres. Oh, das wird gut. Oh, anscheinend aber verfehlt. Man selber kann Angriffen auch ausweichen. Man hat Ausweichrollen. Der droppt leider nur Wolle. Es gibt natürlich auch Boni, wenn man einen Pal öfter fängt. Irgendwann gibt es einen XP-Bonus darauf. Also die Legenden Arceus-Anspielung bzw. Anlehnung ist hier nicht von der Hand zu weisen. Aber das passt an sich ganz gut. Wenn wir mal in den Tech-Tree schauen, dann kann man auch sehen, wie viel da noch kommt. Und was dann noch alles auf einen wartet. Und das ist schon ziemlich cool. Boah! Habe ich richtig Bock drauf. Also schaut gerne im Stream am Freitag rein. Wir holen jetzt noch ein Leder im Optimalfall, porten uns zurück, bauen den Harness und gucken uns dann noch den Dungeon an. Ich würde hier Stunden drin verbringen. Also, bei mir in der Basis ist ein Pokémon gerade ein bisschen genervt, aber das ist nicht mein Kativa, oder? Das ist mein Kativa? Nee, mein Kativa dürfte es nicht sein. Das ist meistens in der Base. Wir füttern Kativa aber auch mal. Man kann sogar leider rennt das auch immer gut weg. Pet. Wir können den auch streicheln, ja, um ein bisschen die Stimmung zu heben. Ja. Wir brauchen aber jetzt noch ein Pal, was Leder droppt. Da hinten ist ein lilaner Hirsch. Es gibt Shinies und, wie gesagt, meiner Meinung nach Alphas, obwohl dieser Alpha hier das Symbol hat, wie ich ein Shiny kennzeichnen würde. Ah, das da hinten ist wichtig. Das Ding da. Aber wir haben noch nicht genug Ausdauer, um weit zu schwimmen. Wir gucken mal, welches Level das Reh, der Hirsch da hat. Gucken wir den erstmal an. Level 11. Wäre natürlich ebenfalls nochmal ein starker Begleiter, gerade wenn wir wirklich in den Dungeon reingehen sollten. Oh, scheiße. Der macht gut Schaden. Aber mein Alpha macht ebenfalls gut Schaden. Darf man nicht unterschätzen. Wir gehen mal auf 38% kurz. Oh, ich hab leider den Super, also die Supersphäre geworfen. Die hat eine höhere Catchrate. Da habe ich leider gewechselt. Unten rechts seht ihr gerade, jetzt sind wir auf Palsphäre. Oh, gerade waren wir auf Super Palsphäre. Davon hatte ich nur eins, in dem Fall aber okay. Und ich sehe auch, dass der ein
Ja, wir haben 5 Leder, wir können zurück. Ich glaube, oder brauchten wir 6? Ah, ich weiß es nicht. Hier ist aber auch gerade einfach kein Feuerfuchs mehr. Was sehr unlucky ist, dass wir hier kein Leder mehr finden. Ich glaube, wir hätten 6 gebraucht und ich habe jetzt 5. Aber wir gucken uns einfach mal die beiden neuen an. Wir gehen einfach mal trotzdem hier ran. Man nimmt auch aus. Ja, wir können. Geil. Wir craften das. Wenn wir anfangen zu craften, kriegen wir Hilfe. Jetzt craftet er das zu Ende. Jetzt gehen wir mal hier rein. Das sind unsere beiden neuen. Das Melpaka hat plus 15 Defense, aber minus 15 Attack aufgrund der Passiven. Vielleicht jetzt nicht so geil, könnte aber in der Base gut aushelfen. Ist aber nur zum Farmen da. Es hat keine andere Fähigkeit außer zu farmen. Und frisst sehr viel. Also sehr schlecht für die Basis leider. Er hier frisst richtig viel. Ist aber auch noch für mich vom Level her zu hoch. Also wird auch noch nicht auf mich hören. Würde Holz farmen in der Basis. Hat aber Musclehead 2, was insane ist. Denn Musclehead ist Attack plus 30% und Workspeed minus 50. Das heißt, in der Base auch nicht geil. Aber im Team wäre der insane. Wenn wir den mit hätten, das wäre sehr, sehr stark. Den hier brauchen wir, auf dem mounten wir. Lumball hat auch Musclehead, deswegen lasse ich den mit dabei. Unser Alpha bleibt natürlich mit drinne. Dann würde ich es jetzt gerade so machen. Ja, der ist aber, wie gesagt, der gehorcht mir nicht unbedingt. Und hier ja, haben wir die Box. Die brauchen wir später noch, deswegen hat man auch so viel Platz schon. Denn man kann seine Pause natürlich auch noch aufleveln. Wir können auch hier mithelfen. Wenn ich da jetzt den Platz finde. Da. Dann geht es ein bisschen schneller. Irgendwo steht der Timer. Ja, ihr seht zumindest den Kreis. Und das ist wichtig, denn damit kriegen wir den Harness auf unseren Wolf. Und dann haben wir sogar schon einen Mount. Das hatte ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Sehr, sehr cool. Ah, die haben auch hier gewechselt. Jetzt hilft gar nicht mehr Les Punk, sondern unser Pinguin. Aber ist egal, wer mir hilft. Hauptsache, es hilft wer. Und leider sind 2 aus unserem Team upset. Die sind leider nicht mit unserer Arbeitsmoral zufrieden. Das könnten wir ändern, indem wir halt den Hot Spring bauen. Dann könnten die sich ein bisschen ausruhen. Dafür fehlt uns aber Palladium. Das ist zwar einfach zu bekommen, aber da müssen wir jetzt leider durch. Weil ich habe hier eine. Also hier kann man unendlich dran arbeiten. Ne? Also hier Lumber und Steine, das könnte ewig gehen. Ich kann trotzdem mich einmal ein bisschen drum kümmern. Essen können sie immer selbst. Ja? Essen können sie sich einfach dran bedienen. Aber die beiden sind leider auch sehr mürrisch. Also mit ihm habe ich sehr viele Probleme in der Base, Kativa. Aber ich habe gerade nichts Besseres, ja. Und der hat schon gute, Abilities dafür. So, wir haben den Harness, glaube ich. Ne, wir haben den nicht, haben wir den gelootet? Den müssten wir haben. Ist der automatisch schon drauf? Ja, der ist schon automatisch drauf. Deswegen. Da ist er. Und wie geht das jetzt? Oh, mit F. Ja. Und damit sind wir doch schön schnell. Geil. Nur weil wir diesen Harness gebaut haben. Und von dem aus können wir sogar schießen. Wir können von hier aus kämpfen. Das ist natürlich saucool. Und wir können sogar manuell angreifen, weil wir den jetzt steuern. Wir können seine Fähigkeiten, die er hat, nutzen. Sehr, sehr geil. Dann laufen wir diesmal einmal durch die Welt. Oh, das ist schon Premium. Also, das alleine ist schon ein Riesenvorteil, würde ich sagen. Sehr, sehr geil. Oh, Gratisphäre nehmen wir noch mit. So, jetzt gehen wir mal Richtung Dungeon und Arena, in Anführungszeichen. Wo ist es? Da. Ich würde sagen, das ist ein Alpha. Ich pack den mal weg. Ich pack beide mal weg, nicht, dass wir den angreifen. Ich weiß, obwohl der hat gelbe Augen. Haben die anderen auch gelbe Augen oder ist das wirklich ein Shiny? Weil ich würde sagen, es ist ein Shiny. Aber die sind halt so viel größer. Deswegen bin ich mir da unsicher. Es ist nur Level 6, deswegen lasse ich jetzt meine Pauls nicht mitkämpfen. Weil ich nicht unbedingt will, dass wir den bewusstlos hauen. Also besiegen. Man tötet sie nicht.
könnte schauen, dass wir einen Schwächeren rausholen. Obwohl, Pingu ist Level 10, müssen wir auch aufpassen. Aber der stunt den. Damit haben wir eine 24%ige Catchrate. Machen wir erstmal. Das wäre nice. Oh mein Gott, jetzt haben wir schon zwei Rares. Ja. Shiny würde ich halt nicht sagen. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Da müssen wir, also es tut mir leid, da müssen wir nochmal zurück. Ja, es müssen Rare, also es muss Alpha sein, es darf, kann nicht Shiny sein. Es gibt Shinies, aber die sehen ja genauso aus, der hat jetzt ja wieder keinen Unterschied. Und es gibt keinen Grund, dass der so groß ist. Das muss das sein wie in Legends Arceus. Aber, ne, ich glaube, ihr gebt mir bei dem Symbol, denke ich, recht, mit diesen zwei Sternen. Ist für mich ein Shiny. Das Video wird lang, aber ich liebe das Spiel. Also im Sinne von, es fühlt sich an wie Legends Arceus 2 als Survival Game. Ja, okay, warte, hierfür sollte ich vielleicht manuell hochklettern, ist ja nicht schlimm. So, ja, holt euch Futter. Ich habe da gerade schon gesehen, dass welche hungrig sind. Das hier ist ein sehr guter Base-Arbeiter. Der kann sehr viel. Lee Spunk macht alles. So, wir gehen nochmal ran. Ja, der muss mit. Wir haben Slacker leider. Ey, ist der da Workspeed minus 30%? Ist egal. Und der Try Lightning ist auch sehr gut. Erkennen und hat noch eine Fähigkeit frei. While a team increases attack power of neutral pulse. Neutral ist zum Beispiel mein Lambal. Das ist neutral. Der ist neutral und der ist neutral. Also alleine den im Team zu haben. Wir haben jetzt natürlich alle neutral, ne? Wir haben hier Wasser und Eis theoretisch auf ihn. Alleine ihn im Team zu haben, bufft alle anderen. Also das Team ist gerade komplett neutral ausgelegt, aber insane strong, würde ich sagen. Das ist das Team. Bisschen Level müssen wir noch. Wenn wir Level 11 wären, könnten wir halt Egg-Tier, Deer besser nutzen. Aber alles in allem können wir jetzt anfangen. So, ich weiß nicht, ob wir die Nacht noch abwarten. Weil dann können wir noch einmal bei Tag rein. Wir haben nur noch 19 Pfeile. Daran sollten wir auf jeden Fall noch fix arbeiten. Und dann porten wir uns aber wirklich rüber. Dann keine Zwischenabschnitte mehr. Irgendeiner packt hier immer. Respektiere das natürlich, dass meine Pals hier Sachen reintun, aber die Steine gehören hier nicht rein. So. Pfeile. Ja, so viele brauchen wir nicht. Machen wir so. Wer hilft mir? Du hilfst mir, perfekt. Steine packen wir hier rein, Wolle packen wir hier rein. Wir haben noch einen Copper Key. Kochen muss ich selbst, da hilft mir noch keiner. Oh, das muss richtig viel geben, das dauert ewig. Holy shit. Ach, Mist. Feeling down of bad working conditions. Wir brauchen ganz, ganz dringend den Pool. Ist da noch einer an den Pfeilen dran? Ja. Scheint fertig geworden zu sein. Nee, die haben sich abgewechselt. Ah, weil der eine Pause macht. Gut, da haben wir schon mal zweimal gutes Fleisch. Das läuft natürlich auch irgendwann ab. Ist aber jetzt erstmal noch nicht schlimm, das hält noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir können noch skillen. Wir wollen Attack auf 110 erstmal bringen. Das ist okay. Was hast du? Und ich würde sagen, wir skippen jetzt gleich die Nacht und gucken uns dann den Dungeon an. Deswegen kleiner Cut hier. Dann geht's gleich weiter. So, wir haben die Pfeile fertig gecraftet, haben die Nacht geskippt und sind jetzt direkt bereit für den Dungeon. Beziehungsweise,
Wir gucken mal, wo wir anfangen. Denn hier sind zwei Sachen direkt nebeneinander. Vielleicht machen wir nur eins und halten uns das andere für den Livestream ready. Das da ist ein Turm, der Syndicate Tower. Dort ist sozusagen, lass es die erste Arena sein. Aber was ich noch gesehen hatte, ist, erstmal ist das noch ein NPC-Camp. Das könnte man auch clearen, dafür gibt es auch nochmal Rewards. Ich habe das hier noch gesehen und ich glaube, man kann hier rein. Level 3, der Boss ist Level 13 in Hillside Cavern. Dieser Dungeon ist noch 73 Stunden da. Und wir gucken uns das einfach mal an. Wir gucken uns einen Dungeon an. Ich denke nämlich, der Dungeon wird einfacher sein als die Arena. Level 13 ist natürlich ein bisschen knackig, aber ich meine, wir haben zwei Alpha. Das sollte schon gehen. Das ist eine der NPC-Crews. Die greifen uns ebenfalls an. Und wir können hier schön immer mithelfen mit einem unserer Pals. Und ja, hier gibt es eine ganze Menge Erze drin, die man abbauen könnte. Das ist wirklich insane. Würde jetzt auch den einen oder anderen geben, der mir dabei helfen würde. Und das ist halt diese Paldium-Fragments. Die brauchst du halt eigentlich. Also diese Dungeons, die werden immer wieder neu generiert. Ja, der hält jetzt noch 73 Ingame-Stunden, glaube ich. Bin mir nicht sicher, wie das... ich glaube, 73 Minuten waren das, nicht Stunden. Es werden Minuten gewesen sein. Und dann ist hier wieder ein neuer Dungeon, den man halt dann theoretisch farmen kann. Ja, mach ihn fertig. Ja, mach den Stein ruhig fertig. Und am Ende dieses Dungeons wartet nämlich eigentlich ein Boss. Und der Boss ist immer ein Paul mit besseren Stats. Könnte theoretisch genauso ein Alpha sein, wie der, den wir gerade haben. Und hier haben wir schon mal ganz andere... Holz gerade, ein Faddler. Den würde ich versuchen auch gerne zu fangen. Ist ja das Problem, dass er nicht durchkommt. Er soll den jetzt natürlich nicht direkt töten. Ja, mal sehen, wie viel Damage das macht. Das hat gerade noch so geklappt. Er ist fast tot. Und prozentual sieht das gut aus. Und die Dungeons sind ziemlich groß, haben ziemlich viel Ressourcen. Und sind zum Teil dann auch sehr knackig später, obwohl die Bosskämpfe eher, ja, das Schwierige sein werden. Hier ist natürlich cool, ne? Was du an Mats hier bekommst, ist crazy. Bitte, auch die Dinger kann man abbauen. Also jetzt nicht mit meinem Baseballsteger, aber... Der Killer Mari, den würde ich da... Oh. Nicht zu viele Pfeile verschwenden. Ist der Killer Mari tot? Ja. Den Kilamari hat es erwischt. Wir folgen, wir gehen einfach mal durch. Ja, wir gucken uns jetzt per se nicht alles an. Wie viel Ausdauer zieht mir der Weg? Komme ich darüber? Das sollte kein Problem sein. Da hätte ich auch am Anfang den Abgrund da geschafft. Jetzt habe ich übrigens noch relativ langen Wasser-Debuff. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Dungeon, eine Map gibt es hier drinnen nicht. Und ihr habt ja gesehen am Anfang, es gab drei Wege. Aber wir leveln hier nochmal schön. Er kloppt hier halt auch alles gut nieder. Da ist nochmal ein Fuddler. Der ist an sich so süß, ne? Der macht auch gar nichts. Aber, wie gesagt, ihn öfter zu fangen, hat A den Vorteil, irgendeiner könnte gute Stats haben. Und B, wenn man ihn öfter fängt... bekommt man einen Bonus. Wenn er davon getroffen wird, überlebt er es nicht. Ja. Ist hier schon Ende? Hab ich hier schon was übersehen? Ist das eine Sackgasse? Guck mal, was hier die roten Fackeln sagen. Ne, das scheint wirklich eine Sackgasse zu sein. Kann ich auch hier drinne mounten? Ja, das hilft. Höhen sind ja doch sehr groß. Ich kann jetzt hier noch links abbiegen. Wir haben hier eine Kiste. Goldcoin, Small Paul Soul. Paul Seelen sind sehr wichtig, um eigene Pauls zu upgraden. Naja, nehme ich das natürlich auch gerne mit. Gucken, ob wir hier zusammen auch durchkommen.
Ja, der kann über Wasser laufen. Ist auch schnell, sag ich. Den Fuddler lassen wir mal noch da. Oh. Die hätte ich gerne. Vier Prozent hat die gerade. Nein. Ja, ist sehr, sehr schwierig. Da musst du wirklich aufpassen, dass deine Pauls die nicht umbringen. Aber es gibt noch mehr. Dürfen die nur nicht abhauen. Ich glaube, ich bleibe einfach auf dem drauf. Dann bestimme ich nämlich den Angriff. Oh, das habe ich natürlich direkt geworfen mit 15%. Falscher Button von mir. 15% zum ersten. 40% zum zweiten. Ich habe sogar reingelackt. Nehmen wir das Mau mit. Kann ich hier so zielen mit sogar? Ja, hätte ich bestimmt. Sieht auch sehr schön aus. Ich drücke immer Q. Das ist ein Riesenfehler. Wir müssen auch noch auf jeden Fall Bälle aufheben für 16%. Direhaul bekommt gut Damage. Nimm den mal kurz raus. Direhaul ist hungry. So. Red Berries farmen wir ohne Ende. Wir tauschen mal wieder aus. Wir haben ja schon gut was mitgenommen. Das ist auch eine Sackgasse. Ja. Das ist links rum. Es sei denn, es gibt unterschiedliche Höhlen und nicht jede Höhle hat einen Boss am Ende. Und das ist einfach nur so eine Farmhöhle. Aber wir haben ja schon wieder 3 Pearlswärme bekommen. Ein bisschen Geld, was man bei Händlern ausgeben kann. Den hatten wir. Hier. Achso, lol. Nur das Shiny-Symbol gesehen. Ja, natürlich meiner. Gucken wir, ob der Dungeon ein Ende hat. Hier bekommt man dann auf jeden Fall am Ende, also wenn es jetzt so einer sein sollte, ein Paul mit guten Stats. Ja, das ist so garantiert. Dass wenn da so ein Boss drin ist, also wenn das die Dungeons sind, die ich meine, dann ist am Ende das Ding, entweder ist es ein Alpha immer oder es hat einfach bessere Stats. So, dann gehen wir hier lang. Boah, ist ja noch Giganto. Sind auf jeden Fall noch Syndicates. Und da hinten und hier. 2 Wege wieder. Der sieht doch nach einem schönen Weg aus. Ich würde gerne wissen, wenn der Dungeon resettet wird, ob der nur inhaltlich resettet wird oder ob der auch anders aussieht. Ist ein Baum. Das da ist er, glaube ich. Das ist die Boss-Area. Genau. Es ist ein Level 11 Melparka. Und es ist ein bisschen größer. Also es hat diesen Boss-Balken. Es ist nicht unbedingt größer, aber es hat diesen Boss-Balken. Deswegen versuchen wir unser Glück mal. Level 11 sollte eigentlich kein Problem sein. Wir müssen halt nur schauen, dass wir es fangen. Dass wir es nicht finishen. Du rufst, glaube ich, jetzt schon mal zurück. Ein Stun wäre nicht schlecht. Kannst du nämlich auch stunnen. Wir haben auf jeden Fall das große Ding gefangen. Und sind aber leider auch fast gestorben dabei. Aber wir haben hier noch unseren Elfer. Vielleicht nehme ich noch ein zweites mit. Nee. Aber dann hat es auch Pech.
Einzige Rüstung, die ich habe, ist ein bisschen damaged. Ja, die ist kaputt. Ein paar Sachen haben wir hier bekommen. Und wir haben das Dungeon-Monster gefangen. Und wenn wir jetzt zurückkommen würden, könnten wir uns mal anschauen, was das für Stats hat. Und hier hinten gibt es jetzt sogar noch eine Belohnung und wahrscheinlich auch einen Weg nach draußen. Also den Dungeon klärt man einfach immer, wenn er ready ist. Crossbow-Schematic. Wir können Crossbow hier craften mit. Und Water Skillfruit Aqua Gun. By using it on a pole Aqua Gun. Also eine TM sozusagen. Dann leaven wir den Dungeon, porten uns raus. Dann machen wir den Arena Tower, machen wir zusammen. Im Stream. Könnt ihr trotzdem gerne mit dabei sein und euch angucken. Vielleicht lade ich auch noch ein Video hoch, wenn ihr Bock drauf habt. Also lasst es mich gerne wissen, ob ihr mehr von dem von Paul World auf YouTube sehen wollt. Dann lade ich den ersten Arena-Orden in Anführungsstrichen auch gerne noch hoch. Ah, guck mal. Das ist das Alpha-Symbol. Dann, aber das ist ja nicht shiny, die anderen. Die anderen waren nicht shiny. Die sehen genau gleich aus. Guck. Wir hier uns das angucken. So. Also ich hätte gehofft, dass shiny eine andere Form hat, aber sind trotzdem sehr stark. Und das hier ist, oder ist jetzt nochmal ein Unterschied. Aber wir haben auf jeden Fall hier einen Boss. Hat wahrscheinlich einfach bessere Werte per se. Hat aber keine guten Stats. Also hat 10% Attack, ist aber Aggressive 1. Aber nichts Besonderes. Außer, dass die Base-Werte vielleicht von vornherein höher sind. Wird aber trotzdem in der Box angezeigt. Also meckern würde ich da jetzt nicht. Auf jeden Fall ziemlich nice. Ja, haben wir das auch noch gesehen. So, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann geht's beim nächsten Mal rein in erste Arena. Ich bin sehr gespannt. Oh, reparieren bräuchte Cloth haben wir gerade nicht. Das hier können wir aber alles reparieren. Und Cloth können wir aber craften. Das machen wir aber alles, wenn wir wieder da sind. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.